Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, es ist mega heiß, ich weiß nicht, was machen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, das Haushalt gemacht und so. Es ist einfach zu heiß, zu schwül, viel zu hohe Luftfeuchtigkeit. Boah, ich nehme auf. Mache ich noch ein paar mehr Folgen, damit ich dann auch wieder mehr livestreamen kann und so weiter. Weil heute habe ich auch zum Beispiel um 12 Uhr schon gelivestreamt. Und es war mir dann schon zu heiß. Also, ja, ist natürlich schon um Mittagszeit heiß. Ich glaube, um 2 Uhr ist es am heißesten. Und jetzt haben wir 2 Uhr 12. Und ich habe nur kurz Zeit. Ich habe nur eine halbe Stunde Zeit. Also, ja, dann also natürlich noch eine Aufnahme machen, dass ich das nicht am Morgen Sonntag früh machen muss. Ja, und der Golem fehlt noch. Ja. Ich habe jetzt auch den neuen Charakter angefangen, das neue Bild. Er wird wahrscheinlich ein Lightning Desecrate Bild, weil ich irgendwie Lust habe, ein Blitzbild zu machen, aber die Blitzzauber nicht so gerne habe. Also Lightning Blast habe ich jetzt momentan, bis Desecrate verfügbar ist beim Sorcerer. Und scheinbar ist Lightning Blast aber auch stark, nur er macht nicht so viel Spaß und ich habe ihn jetzt wirklich nicht auf geradeaus, also nur auf Lightning gemacht und nicht auf Kettenblitz. Also ich habe ihn jetzt auf Kettenblitz gemacht eben. Also Lightning geradeaus ist ein bisschen doof, weil es viele Gegner gibt und dann immer wieder voll spammen muss die Gegner. Habe ich die lieber auf Kettenblitz gemacht und ich mache auch, dass ich zum Beispiel selber getroffen werde vom Blitz und die Allies oder nur die Allies getroffen werden mit dem Blitz. Ich aber keine Spiegelbilder verwende. Und er geht relativ gut. Ich komme schnell vorwärts, weil er sehr viele Gegner auf einmal töten kann. Und er macht auch Schaden. Und vor allem er geht auf Crit. Und ich brauche einfach mal wieder ein Crit-Bild, weil es natürlich schon stark ist. Und ja, im Let's Play mache ich diesen Bild und eventuell im Livestream mache ich noch den anderen Bild, weil in den Turmten, also der Eisbaracke. Nein, nicht Barocke, Eistorns Schaman, genau. Und eventuell nochmals ein Bild, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich verwende einfach zu viel Bild und kann sie nicht fertig machen und so weiter. Deshalb einfach jetzt mal ein bisschen stoppen. Ja, wieso nicht? Und die machen natürlich sehr viel Schaden. Ja, man hat einfach zu wenig Void, nicht Void, Nekrotik-Resistenzen. Das ist natürlich manchmal tödlich. Gut. Ah, genau, den Ding muss ich noch reintun. Transplant. Den können wir skillen, aber Level 31 oder haben wir da eine andere Fähigkeit? Was brauchen wir noch? Den Golem haben wir. Ah ja. Reperform oder Transplant zuerst. Ich würde schon gerne auf Transplant wegen der Sicherheit. Die Reaper-Form macht halt mega Damage. Also, die macht schon in der Grundform mega Damage. Ja, ich verwende die ja noch nicht so viel, deshalb lieber auf den Transplant weitergehen. Ist ein bisschen schade, weil es mega viel Spaß macht. Aber gut. Life Barrier. Ja, müssen wir noch ein paar mehr Punkte hier reinsetzen. Im Damage und Damage over Time. Ja, ist jetzt nicht so nötig. Also, der größte Damage kommt sowieso aus den Direkt-Hits. Und der Damage ist ja schon genug groß. Lieber noch ein bisschen mehr auf Ward gehen. Ja, aber warte kurz. Wir haben da nicht noch irgendwie so ein Ding, dass man irgendwie unter 20% leben. Aber das ist, glaube ich, irgendwo anders. Ja, unter ja, 50% leben sogar. Nein, ich mache das jetzt gar nicht so viel Sinn, das zu nehmen. Naja. Ja, testweise. Aria weitermachen. Und hier gehen wir doch eher. Ja, das Problem ist, wir bekommen einfach zu wenig Wards über. Wir müssen da noch ein paar Sachen mit Wards nehmen. Aber wir bekommen jetzt einfach so kaum Ward über. Das ist das größte Problem. Also die Ward als Puffer, aber nicht unbedingt so extrem auf Ward gehen. Deshalb machen wir doch auch ein bisschen Ding weiter.
Und Soul Feast Beat wollte ich mal machen, aber der wurde genervt. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob der Sinn macht zu machen. Naja. Also Soul Feast auch mal noch nicht ausprobieren. Es ist eher so ein, ja, man tut einen Gegner ankasten und es verbreitet sich, aber es verbreitet sich nicht mehr so schnell und stark. Und deshalb macht es jetzt kaum Sinn, auch bei Ram eben ohne Spell ein Beat den zu nehmen. Es macht einfach keinen Sinn. Aber er sieht jetzt auch nicht so spektakulär aus. Es ist eher so eine Wolke, glaube ich. Ja, ich kann es ja mal kurz zeigen. Also machen wir mal das auf einem Gegner, dann sieht man das ein bisschen. Optisch ist gar nichts, oder was? Ich verstehe jetzt gar nicht, was der Ding genau macht. Ja, Drago, musst du nochmals lesen. Muss man da Mark of Death haben zuerst? Ich glaube, das gilt nur auf die, die schon Mark of Death haben. Deshalb steht ja Qual to the Mark of Death Damage. Ja. Also, dann geht es also nicht. Dann muss man das jetzt mal austauschen hier. Mark for Death. Ja, jetzt haben wir da. Das hätte fast uns Umbruch. Ja, es ist einfach optisch nicht gut zu sehen. Okay. Ja. Also, machen wir das einfach so weiter. Jetzt soll ich mal den Leash wieder nehmen. Also die Reaper-Form. Ja, für mich ist es ja optisch ein Leash. Also es ist ja eigentlich ein Leash, das es nachmacht. Aber es heißt Reaper-Form. Das ist ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig, das zu sagen, Reaper-Form. Aber, oh, es spawnen hier viele. Aber so sind wir auch lange in der Reaper-Form, wenn so viele Gegner sind. Aber die spawnen ein bisschen zu langsam. Das Spiel macht manchmal nicht so viel Spaß, weil man so lange an Monstern kleben bleibt, oder? Also die Monster immer zu lange braucht, bis sie endlich gespawnt sind oder immer wieder hinten auftauchen und so. Das ist aber kein Problem mehr, also ich habe das eigentlich schon ein bisschen im Kopf. Eigentlich ist ja ein Action-Rollenspiel wirklich so, ja, man möchte natürlich auch weiterkommen. Es ist ein schnelles Spielgefühl. Und das tut Last Epoch nicht immer gut wegmachen. Also Spielgefühl ist meistens auch nicht so richtig da. Dafür macht es eben andere Dinge mega gut. Jetzt sende ich auch mal ein Game, was man wirklich interessant spielen kann. Nicht so wie Path of Exile und Diablo 3, wo man ja nicht so interessante Dinge findet und hat. Und deshalb macht mir Last Epoch natürlich auch mehr, viel mehr Spaß. Das ist es. Sehr gut, dass wir Last Epoch so geil spielen und oft spielen können. Es ist wirklich einzigartig, weil ich jetzt momentan nicht so viel Zeit habe für YouTube-Videos, dass ich immer noch ein Projekt bringen kann, was leicht ist zum Spielen, was Spaß macht zum Spielen und es auch wirklich Fortschritt gibt, weil es gibt immer wieder große Patches. Also, Last Epoch ist das Beste. Spiel für einen Profisportler, der wirklich mega viel trainiert und dann nicht immer so Zeit und Lust hat, also eher so ein bisschen manchmal zu müde ist, um Videos machen und so. Wieso kann ich nicht laufen? Weil wieder so ein scheiß Doppelgänger dann einfach in den Weg gespawnt wird, ohne dass man irgendwie das dafür kann. Hat das jetzt wieder uns umgebracht, ey. Immer, ich sterbe immer nur wegen Steuerungsproblemen. Das muss eigentlich diese Anbieter wegmachen, diese Entwickler. Das ist das einzige Manko, dass man immer irgendwie nicht laufen kann. Ah, ich hätte einfach schneller auf Transplant setzen sollen. Aber ich bin dann schon gestorben, als ich Transplant einsetzt. Ja, das wurde wahrscheinlich nicht mal gebraucht ins Spiel, weil du hast jetzt Stun-Looks und dann kannst du nicht Transplant einsetzen. Das ist immer tödlich. Ich mag das einfach nicht. Das hätte mich wahrscheinlich schon bei den Live-Kosten dann getötet. Also es ist, man kann einfach zu wenig gut ausweichen. Ich mag das nicht. Vor allem, ey, man sieht eigentlich den Kreis, läuft nicht rein und trotzdem bekommt man Schaden über. Es ist einfach nicht gut gemacht, dieses AOE. Vor allem,
Wieso ist in diesem Game der Damage von diesen AOE-Attacken so extrem hoch? Es macht keinen Sinn, AOE-Attacken sollten weniger Damage machen als Nicht-AOE-Attacken. Es ist einfach mega nervig. Aber gut, weiter. Das Spiel hat eben Ecken und Kanten, man regt sich manchmal auf, aber dafür ist das Spiel eben auch gut. Ich kann es einfach nicht aufhören zu loben, das Spiel. Es ist, ja. Es macht so viel Spaß, so viel mehr Spaß auf Battle X oder Diablo 3, weil man echt wirklich Lust hat, weiterzukommen, echt Lust hat, gegen Monster zu kämpfen. Die Monster machen Spaß, das ist das Wichtigste. Und das ist halt einfach das... Ich weiß jetzt, ob Twinned Golems viel aushalten. Ich würde jetzt noch nicht auf Twinned Golems gehen. Ich würde jetzt gerne eben noch ein bisschen die Golems, also den Golem Stärke zäher machen. Weil der Bonover ist ja eigentlich das, was ich haben wollte, wegen dem AOE am Golem und einfach auch die Defensive, dass der Golem mehr ablenkt, mehr pullt. Ja, da werden wir mal sehen, wie viel der Golem ist. Also wir könnten ihn auch ersetzen dann mit irgendwas, aber man hat ja einfach zu wenig Space noch, also ja, Fähigkeiten einfach. Ja, das müssen wir zum Beispiel auf meinem Roblox-Spiel dann auch anpassen, dass wir viele Space haben. Ich habe immer noch das Gefühl, PufferFX hat noch zu wenig Space. Aber, ja, das ist ja auch so, dass 99% eigentlich nicht so gut sind für die Beats. Also es gibt einfach zu viele unnütze Space dort bei PufferFX. Das ist ein Hauptkritikpunkt. Also ich bin jetzt auch wieder genötigt, ein Giftbeet oder ein Achaues-Beet zu machen, genau, weil ich einfach keinen Reflekt will. Also die Auswahl, vor allem eben auch bei Beets, die jetzt wirklich Solo-Self-anfähig sind, ist mega gering. Das hat jetzt Last Epoch viel besser gemacht, aber nur sind halt auch viele Skis einfach noch zu schlecht. Sie machen zu wenig Damage, zu wenig schnell, haben irgendwelche andere Nachteile, wie zu hohen Mana-Verbrauch. Oder es passt halt einfach nicht zum Spieltyp. Und da müssen die Entwickler halt einfach mehr Freiheiten in den Spielen geben. Und das freue ich mich, dass ich dann das einfach in einem Roblox-Spiel umsetzen kann. Ist natürlich dann nicht so hochqualitativ wie Last Epoch, also mit der Unity Engine, aber Unity Engine ist ja auch nicht so gut. Also ich werde jetzt zuerst mal ein Roblox-Spiel machen und dann eventuell mit einem Entwickler, mit einem Studio, dann ein Unity-Spiel und dann erstmal eine neue Engine machen und so weiter. Genau, das ist wieder diese Todesfalle, weil man hier nicht laufen kann richtig. Das ist immer noch überall so unsichtbare Wände. Liebe Entwickler, mach das endlich mal weg. Eine Sache haben sie gemacht bei diesem College-Gebiet vor dem College, also ich weiß nicht, wie die Stadt heißt. Kann man jetzt gerade kurz hier auf die Map schauen. Infinite Wailing. Dort haben sie es gefixt. Aber jetzt hier und auch im zweiten Akt hat es überall diese unsichtbaren Barrieren. Die haben sie auch noch nicht gefixt. So, jetzt eigentlich Poison Damage, oder? Oder Vitality? Ja. Schaden oder Defensiv und ich gehe auf Defensive, ganz klar. Ich sterbe noch einfach viel zu schnell, ich habe noch zu wenig Resistenzen. Vitality gibt, glaube ich, Void Resistenz. Muss ich ja nochmal kurz nachschauen, das ist nicht so klar. Vitality ist... Ja, Void Resistenz, Necrotic und Poison, das ist wichtig. Das müssen wir jetzt nehmen, weil wir einfach zu wenig Items haben mit diesen Resistenzen. Müssen jetzt das einfach nehmen. Wir sind im Nahkampf und diese drei Schadensarten machen im Nahkampf immer am meisten Schaden. Ja. Nein, nicht so viel Schaden machen. Golem, du tust einfach zu wenig pullen. Vor allem einfach Gegner anlocken. Mist. Ja, ja. Aber es ist geil, also das Spiel hat einfach diese Antwort, also es ist fordernd, das mag ich so. Soll ja auch ein bisschen gefährlich sein ab und zu. Vor allem die Ablenkung ist halt gefährlich und ja, die, ja, dass man einfach manchmal nicht so richtig laufen kann, wo man hin will, wenn Gegner im Weg sind und so weiter.
Das ist ein bisschen schwer noch. Also ein bisschen unfair noch, aber das macht auch Spaß. Also man muss halt aufpassen und das ist das Tollste, oder? Man will ja auch ein bisschen gefordert werden. Ein bisschen aufpassen müssen. Ja, und der Weg ist da eben mega stark. Also manche Gegner sind einfach viel zu schnell kaputt. Es ist also, ja, die Herausforderung ist eben zu überleben. Der Schwierigkeitsgrad ist aber gering wegen dem Schaden, den wir machen. Also der Build ist eigentlich genau für mich gemacht. Ich spiele gerne Assassinen, beziehungsweise ja, Ninjas oder Rockers. Und der Build ist irgendwie so ein bisschen so artig, also auf Ausweichen und Schnelligkeit gemacht. Also der Schlag ist jetzt nicht so so schnell. Ab der Beat, haben die Laufgeschwindigkeit ist ja relativ schnell. Wird sicher auch noch viel schneller sein. Werden. Ja. Und das ist das Coole. So. Ich habe einfach mega viel Spaß. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr das zuschaut, ob ihr jetzt genauso viel Spaß habt. Es ist ja eher Singleplayer, das interessiert jetzt nicht so viel. Die Menschen wollen ja eher Multiplayer-Sachen sehen. Und das mache ich ja. Ich habe jetzt das Minecraft-Server-Projekt, da mache ich ja Multiplayer. Ich mache ja das Livestream Path of Exile Farming-Liga. Wie heißt jetzt die Liga schon wieder? Jetzt habe ich es schon wieder nicht mehr so im Kopf. Ja, einfach die neue Liga. Und die ist ja eigentlich auch ziemlich interessant. Vielleicht auch ein paar Leute zu mitspielen können, die ein paar Verwechseln haben. Jo. Und dann noch GTA Online mache ich ja immer wieder Livestreams. Kann ich ja auch mal eine Folge wieder machen. Und wir können ja noch bald auf den Roleplay-Server. Der ist bald offen. Also er hat sich mal heute wieder gemeldet und gefragt, ob er irgendwie etwas News noch was schreiben kann in meinem Discord-Channel. Und das habe ich gemacht. Und einfach abkopiert natürlich. Aber das ist jetzt eher, dass er auch wieder ein bisschen vorwärts gekommen ist. Und das ist super, dass er so viel Mühe macht. Der cool Guy vom Discord-Server. Der ist am Entwickeln vom GTA Real-Life-Roleplay-Server. Ja, und das wird ein besonderer sein, also da wird es auch viel mehr Sachen zu machen geben, das ist nicht nur 100% Roleplay, sondern ihr werdet nicht gezwungen, immer Roleplay zu machen. Könnt ihr auch mal ein bisschen spielen, als würdet ihr einfach der Spieler sein und nicht die Spielfigur. Und es gibt viele neue Sachen zu entdecken, die es noch nicht gibt in Roleplay-Servern. Also werden sehr einzigartig sein. Das wird sehr geil. Und auch die Berufe werden auch manchmal ein bisschen anders sein. Das werdet ihr dann genau sehen. Und ja, dort werde ich auch mappen. Also ich habe in meinem Roblox-Spiel bin ich Mapper. In Minecraft bin ich sozusagen auch Mapper, weil ich sehr viel bauen werde fürs Roleplay. Und ich bin im GTA Roleplay-Server Mapper. Das ist ja alles allgemein sehr Mapping bezogen, weil ich bin halt einfach einer, der Maps auch sehr realistisch machen kann, sehr interessant, also sehr spielenswert macht und nicht so angeödet ist, dass alles ja dann computergeneriert aussieht. Und deshalb habe ich schon das Gefühl, also Mappen mache ich am liebsten bei der Spielentwicklung. Als zweites mache ich wahrscheinlich NPCs mit all den, ja, Rede und so und Quests und so. Und als drittes mache ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen die Spielfeatures. Dass man dann plötzlich auch irgendwie etwas abbauen kann oder dass man auch hüpfen kann, ein bisschen Jump'n'Run-Anlagen einbaut. Oder eben diese Dungeon, die wir geplant haben, wie bei den alten Legend of Zelda, das wirklich hochqualitative Dungeons dann machen. Und die machen dann Spaß und nicht das neue Quatsch von Breath of the Wild oder so. Seitdem mag ich Zelda überhaupt gar nicht mehr. Breath of the Wild hat mich einfach so genervt mit diesem Survival-Aspekt. Ja, das ist ja scheinbar gut angekommen bei vielen, aber muss wirklich The Legend of Zelda wie Survival sein? Dann machen wir das lieber auf dem Server wie altmodisch.
Auf Survival-Aspekte kommen dann auch, denke ich mal, aber nicht die Dungeons und so, da muss man jetzt nicht Survival machen. Ja, und dann wird es ja noch die Extra-Welten geben, wo ihr alles selber designen könnt. Da könnt ihr auch Dungeons selber dann erstellen. Das würde mich wundern, was ihr dann für Dungeons baut auf den Maps, wo ihr wirklich frei bauen könnt. Vielleicht macht ihr Last Epoch Maps nach. Wieso nicht? Könnt ihr auch ein paar Monster dorthin spawnen und so. Also wenn die Freiheit gut ist, dann wird es euch sicher auch viel mehr Spaß machen. Das schauen wir, dass wir viel Ding haben. Aber ob das Kampfsystem am Anfang schon sehr gut sein wird, glaube ich, mag ich bezweifeln. Das Kampfsystem wird wahrscheinlich eher ein bisschen automatisch gehen. Also die ganze Zeit so hypersensible Sachen einzusetzen oder so. Ja. Das erste ist, wir machen viel mit Tieren, also Verwandlungen und so. Also Werbärenverwandlung. Werwölfeverwandlung und andere Tierarten. Aber das muss man dann natürlich alles zuerst erstellen, oder? Du musst die Verwandlungen danach animieren und so weiter. Das ist der Hauptschwerpunkt. Da werden wir am Anfang etwas machen, dass zum Beispiel der Fuchs mehr Intelligenz hat und der Bär mehr Kraft, so Sachen. Aber die Verwandlungen noch nicht da sind. Die machen wir, wenn sie fertig sind, also wenn sie jetzt wirklich auch optisch gut eingestellt sind. Und in diesen Neben, also diesen Spielergebieten, sagen wir, nehmen wir das jetzt mal. Dann das ist das Adventure-Gebiet und Rollerplay-Gebiet. Könnt ihr dann eigene NPCs und so erstellen. Oder sie einfach automatisch dann kommen und gehen. Wie bei Animal Crossing. Das ist ein Animal Crossing für ja, ziemlich erwachsenere Leute, also ab 12 Jahren ungefähr. Wäre schon besser als ein Animal Crossing. Also das neue ist ja ungefähr ab 3 Jahren oder so. Das wäre jeden eigentlich zu kindisch. Und sowieso auf dem Switch und nicht auf dem PC. Wir wollen eigentlich so ein Animal Crossing dann auch auf den PC bringen. Es gibt zwar schon Little Woods oder so, aber das ist so schlecht in der Grafik. Und ja, in den Spielfeatures, dass es natürlich nicht so interessant ist. Also schon, also es ist gar nicht so schlecht, aber vor allem die Grafik finde ich einfach zu schlecht, um jetzt wirklich Spaß zu haben. Hat einfach 2D. Oder 2,5D, oder wie das heißt. Aber auf jeden Fall, ja. Möchten wir da noch ein bisschen mehr machen. Ja. Und was noch ein Feature kommen wird, ist, dass man halt einfach auch schneller Spielfluss hat. Das ist das Wichtigste. Ich mag die Spiele nicht, wo immer so lange geht, dass man irgendwie so 1000 Holz oder Stein braucht, bis man das nächste Gebäude bauen kann bei Minecraft oder so. Das ist ein bisschen der Spielfluss. In Minecraft ist manchmal echt ächzend langsam. Und das möchte ich eigentlich im Spiel auf dem Server, also Roblox-Spielern, eigentlich sehr gut machen können. Auf dem Minecraft-Server kann ich das halt nicht ändern, außer wir können das Wissen ändern, dass man mehr Blöcke auf einmal bekommt, Froststein oder so, wenn wir dann sehen. Aber das muss alles angepasst werden, weil Mobpacks einfach zu groß werden. Du brauchst einfach zu lange, um wieder Blöcke zu farmen, weil du noch andere Blöcke farmen möchtest und so weiter. So, das ist ein bisschen doof jetzt gerade hier, dass die so den Weg versperren mit diesem Spell, Hauchspell. Aber ja, ich habe es ja ein bisschen übersprungen, dass ich gar nicht sterbe, weil Transplant irgendwie falsch, dass man einfach falsch rauskommt beim Transplant. Immer so, in Roblox, in Last Epoch müsst ihr halt ein bisschen taktisch spielen, ja, in Roblox auch sehr, wegen der Steuerung. Aber gut. Liebe Entwickler, einfach wieder mehr Mühe geben, dass das Spiel auch wieder ein bisschen balanciert wird, dass solche Sachen wie falsch stehen und so nicht immer tödlich ist, weil die Space zu stark sind und so weiter. Die Entwickler haben immer das Gefühl, man macht uns ultra-defensiv, also wir müssen uns ultra-defensiv machen. Nein, liebe Entwickler, mach mal den Damage ein bisschen runter, wir sind noch nicht hochlevelig. Wir brauchen noch nicht so Herausforderung.
Ja, aber nö, ja. Wir wollen ja auch die Spieler ein bisschen, ja, den Schwierigkeitsgrad geben. Ja, dann macht ihn ein bisschen anders, den Schwierigkeitsgrad. Aber nicht gleich. Oh, wir laufen in den Hauch, wir sind tot. Die Spaces sind einfach viel zu stark. Das ist es einfach. Die Gegner sind zu stark manchmal. Wir haben noch nicht so viele Resistenzen. Weil die Entwickler uns die Items ja auch nicht geben mit den Resistenzen scheinbar. Also haben wir das Problem, dass die Entwickler es einfach nicht balanciert haben. Wir nicht Zeit haben. Ich meine, dieses Spell muss auch ein bisschen kürzer sein, damit man die Gegner wieder angreifen darf. So. Ja, dann sind wir auch wieder ein bisschen weiter gekommen. Jetzt müssen wir einfach noch. Ja, die Idole. Ja, die. Das Nebengebiet ja noch machen. Das machen wir am Anfang vom nächsten Part. Aber jetzt müssen wir jetzt noch den Boss besiegen. Also der Part geht wieder ein bisschen länger als 30 Minuten. Ist ja nicht so schlimm. Aber nächste Part mache ich gleich im Anschluss. Ich habe, denke ich, noch ein bisschen Zeit. Was wäre eigentlich eure optimale Zeit für einen Part? Würdet ihr gerne, ja, so 10 Minuten, 30 Minuten oder 15 Minuten Parts sehen oder sogar 45 Minuten Parts? Ich habe einfach das Gefühl, es wird halt weniger schauen oder so. Ich würde schon gerne weniger Dinge, aber die Spiele sind halt einfach zu packen. Da möchte ich lieber 30 Minuten Parts machen, damit ich etwas vom Spiel zeigen kann. Also, ja. Dürft ihr ja gerne ein bisschen öfter schauen, das ist klar. Mist es aber nicht. Ich schaue meine Videos, also die ich anklicke, immer ganz. Ich habe auch genug Zeit, also ich nehme mir genug Zeit. Aber heutzutage hat ja jeder so viel vor. Das ist natürlich nicht immer. Was? Hey! Wie viel Schaden machen die? Vor allem, wie viel Leben, also wie viel Lebensregeneration haben die? Ja, der Bild ist jetzt momentan einfach viel zu wenig defensiv. Ich krieg einfach die Defensive nicht über, weil die Entwickler das bei Leaf und zum Beispiel Beastmaster nie eingestellt haben. Also, ja, es ist einfach, das Spiel ist zu wenig balanciert noch. Ich wäre jetzt sicher mega viel defensiver, wenn das Spiel einfach mal ein bisschen fertig wäre. Aber wenn die Entwickler immer wieder neue Sachen einbauen und sie nicht balancieren, dann hat man das Problem, dass man wieder stirbt. Vor allem einfach endlich mal diese blöde Sichtweite von den Gegnern reduzieren. Kann man das nicht machen? Einfach mal kurz ins Ding gehen, ins Menü? Nein, scheinbar nicht. Ja, gut, liebe Entwickler. Ist dann doof. Aber dass man da immer wieder sterben muss, nicht weil man schlecht spielt oder so, weil das Spiel nicht balanciert ist, ist ein bisschen doof. Ein bisschen sehr doof. Ja, wir, liebe Entwickler, ihr lernt es auch mal ein bisschen balancieren, gell? Weil im Horror Games ist er dort nicht gut im Balancieren. Aber das wird auch schon. Also immerhin ist das Spiel schon ein bisschen balanciert. Ja, so 1000 Arena-Levels zu machen mit ein paar Builds und mit den anderen nur 200 oder weniger, ist ja auch nicht so balanciert, okay. Also bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Schauen. Und eben diese Kritik ist halt auch mal ein bisschen nötig, also. Ich hätte ja auch gerne, dass das Spiel schon weiter ist, klar. Aber gut. Das Spiel ist noch ein bisschen jung, ein bisschen unfertig. Das wäre aber was. Und ich liebe es ja immer, wenn das Spiel dann wieder ein bisschen fertiger wird. So, im nächsten Part werde ich ein bisschen erzählen über die nächsten Patches und so, die wahrscheinlich kommen. Es ist noch nicht viel Information da, aber ich erzähle mal so, was ich denke, kommt dann bald. Jo. Tschüss, bis zum nächsten Part, euer Drago Basler.